Hallo und willkommen. Einige Informationen über Ausreißer und Extremwerte. Eine Vorwissensfrage über Datenbereinigung. Ausreißer und Extremwerte sind Werte, die im Vergleich zu anderen Daten als ungeeignet, als zu groß oder zu klein angesehen werden. Diese Werte können ungenau sein oder die Realität entsprechen. Daher muss es kontrolliert werden und für Richtigkeit überprüft werden. Mathematische Definitionen gibt es. Wenn Sie fragen sollten, ist da ein Unterschied zwischen Ausreißer und Extremwerte? Ja. Und zwar mit dem Interquartile-Range kann man definieren, ob es ein Ausreißer oder Extremwert ist. Was sollen wir mit diesen Werten tun? Wenn wir sicher sind, dass extreme Werte der Realität entsprechen, dann sollten wir die beibehalten. Die können wertvolle Informationen liefern, vielleicht sogar für eine bahnbrechende Erfindung sorgen. Es gibt auch Ausreißer und Extremwerte in der Gesellschaft, die helfen uns auch, Fortschritte zu machen. Wenn wir alle gleich denken würden, würde es keine neuen Erfindungen geben. Wie Diversität in der Gesellschaft wichtig ist, so ist auch, wenn richtig gemessen, wenn die Wahrheit entspricht, Ausreißer in Statistik wertvoll. Wenn es kontrolliert wurde und nicht die Realität entspricht, müssen die Ausreißer gelöscht oder korrigiert werden. Aber wenn das Entfernen eines richtig gemessenen, kontrollierten, wahren Ausreißer dazu führt, dass die Ergebnisse aussagekräftig werden, signifikant werden, dürfen wir sie nicht entfernen. Hier ein Beispiel, eine Korrelation zwischen zwei Variablen und ein Scatter. Diagramm. Da sehen wir, dass die beiden Variablen x- und y-Achse korreliert sind. Hier ist ein Ausreißer. Wenn wir den Ausreißer lassen oder entfernen, würde es eigentlich unsere Analyse, die Korrelation, nicht verändern. Daher, in diesem Falle macht es nicht viel aus, wenn wir es entfernen. Aber wenn wir eine Analyse haben, da ist eigentlich keine Korrelation zwischen x und y. Aber unser Extremwert, wenn der benutzt wird, könnte es fälschlicherweise eine Korrelation eindeuten, zeigen. Und wenn wir den entfernen, dann werden unsere Ergebnisse insignifikant. Dann ist es möglich, dass wir diesen Wert entfernen. Also, wir wollen keinen Alpha-Fehler machen. Daher, wenn es insignifikant wird, dürfen wir sie entfernen. Aber wenn mit dem Entfernen des Extremwertes, Ausreißers, unsere Ergebnisse signifikant werden, dann dürfen wir sie nicht entfernen. Zusammengefasst, Ausreißer und Extremwerte sind wichtige Datenpunkte, die liefern uns wertvolle Informationen. Wenn sie die Wahrheit entsprechen, sollten wir sie behalten. Die Identifikation und Entscheidung über Ausreißer und Extremwerte benötigt Fachwissen, Kontextbewusstsein. Jemand, der das Thema nicht weiß, Fachgebiet nicht bekannt ist, sollte nicht entscheiden, ob sie entfernt werden sollten oder nicht. Also es geht nicht um Mathematik, sondern um das klinische Entscheiden. Es gibt grafische und statistische Methoden, um Ausreißer zu erkennen, und der Kastendiagramm ist einer davon. Das werde ich in einer anderen Video Aufnahme zeigen. Danke fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal.